Hallo meine Hübschen, ich muss jetzt versuchen, dieses Buch irgendwie rezensieren zu können. Positiv natürlich, euch es schmackhaft zu machen, ohne abzuschweifen und das Ganze in nur 15 Minuten. Also, fangen wir an. Helft mir, bitte unterbrecht mich nicht, stellt nicht so viele Fragen, dafür könnt ihr nachher hier unten kommentieren. Es geht um das Buch Das Geheimnis der Roten Villa von Cristina Lopez Barrio. Ich hatte so einen schönen Anfang bei dem anderen Video. Ich hätte dieses Buch wahrscheinlich nicht gekauft oder sicherlich vor ein paar Wochen oder ein paar Monaten noch gar nicht gekauft. Die Verkäuferin, die an dem Tag aber Dienst hatte im Club Verlag, die war so überzeugend und die hat mir so den letzten Ruck gegeben. Ich habe mir hinten den Text durchgelesen auf dem Rücken vom Buch und habe schon gedacht, no, das könnte vielleicht spannend werden. Und sie gab dann noch den Rest dazu und versuchte noch, mir das Buch geschmackhaft zu machen. Und das hat sie auch geschafft. Und ich habe es gekauft und ich liebe es. Und ich habe es vorhin zugeschlagen, als ich es zu Ende gelesen habe. Und ich habe zwei, drei Tränen verdrückt, weil ja, dieses Buch mich komplett mitgenommen hat über seine ganzen 413 Seiten und es war der Wahnsinn. Dabei ist es kein Thriller, es ist kein Jugendbuch, sondern es ist schon so, tendiert schon mehr in die Richtung Frauenliteratur, wo ich mich an dieser Stelle vielleicht auch noch bei Cossi bedanken muss, denn ohne Cossi hätte ich Anne Herz Goldstück nicht gelesen und auch das Männertaxi nicht gelesen. Und hätte somit nicht gemerkt, dass es auch Frauenliteratur gibt, die nicht immer von frustrierten Hausfrauen handeln muss, die geschieden sind und jetzt Rache schwören, so. Nee, deswegen Sex in the City ist auch nichts für mich. Das ist doch auch alles das Gleiche. Dieses Buch ist sicherlich auch Frauenliteratur, aber ganz, ganz anders. Es ist ein Familiendrama, würde ich vielleicht sagen. Aber es ist einfach überwältigend. Ich lese euch hinten vor, was hier drauf steht, und dann erzähle ich euch ein bisschen mehr zu dem Buch. Ein jahrhundertealter Fluch lastet auf dem Leben und den Lieben aller Frauen der Familie Laguna. Gestattet mir, dass ich euch warne, Senor. Es heißt, man habe euch verschiedentlich in Begleitung der Tochter der Hexe gesehen. Ihr wisst schon, wen ich meine. Die Kleine mit den goldbraunen Augen. Er spürte, wie sich das Verlangen nach dem Mädchen wie Gift in seinem Herzen ausbreitete. Ihr sollt wissen, dass Clara verflucht ist, so hübsch sie auch sein mag, verflucht und abermals verflucht wie ihre ganze Familie, das schwöre ich euch. Kein Laguna-Leib hat je einem männlichen Nachkommen das Leben geschenkt und keine von ihnen hat je die Ehe geschlossen. Sie sind zur Schande verflucht und dazu, weibliche Kinder zu gebären, die unverheiratet bleiben und das gleiche Schicksal erleiden. Ja, dieses Buch habe ich mir dann nach wenig Überzeugungskraft der Verkäuferin gekauft, alleine schon, weil das Cover mich total anspricht, ja. Also diese Frau hier mit der wunderschönen, mit dem Haarband, mit den Blumen hier drin, ja, fand ich sehr schön. Ich habe dann dieses Buch angefangen zu lesen, vorgestern. Ja, vorgestern habe ich das Buch angefangen zu lesen. Und ich habe das Buch auch aufgeschlagen und ich habe die erste Seite gelesen und ich wusste nach der ersten Seite, das Buch ist meins. Wir gehören zusammen. Das Buch und ich, wir müssen zusammen sein. Dieses Buch muss in meinem Regal stehen. Das geht gar nicht anders. Die Schriftart, die Schreibweise von dem Buch ist anders als bei anderen Büchern. Man hat es vielleicht hier hinten schon gemerkt bei dem, was ich vorgelesen habe. Zum Beispiel hier, kein Laguna-Leib hat je einem männlichen Nachkommen das Leben geschenkt. Könnte man natürlich heutzutage in einem modernen Buch, würde die ganze Sache anders beschrieben sein. Es ist ein bisschen altmodisch, märchenhaft beschrieben. Es ist ein Buch, wo die Schriftstellerin auf die Umgebung eingeht, aber genau in dem gesunden Maß, wie Steffi ihn perfekt findet. Mehr brauche ich nicht wissen. Es ist perfekt. Sie beschreibt den Pinienwald, sie beschreibt
Das Plätschern vom Regen in dem Wald. Sie beschreibt den Duft und das Laubgeknister und das reicht mir, um zu träumen. Es ist wirklich so schön beschrieben, dieses Buch, dass ich die Töpfe und das Geschirr klirren höre, wenn die Hexe Laguna oder Clara Laguna, um die es am Anfang in diesem Buch geht, in der Küche stehen und kochen. Ich höre den Regen am Fensterbrett prasseln oder durch die Regenrinnen fließen. Wenn es donnert und blitzt, dann habe ich es knallen und blitzen hören. So doof sich das jetzt für euch anfühlt, aber diese Schriftstellerin hat es mir persönlich total leicht gemacht, mich in diese Geschichte hineinzuversetzen. Man verfolgt 413 Seiten lang das Schicksal der Familie Laguna, was über 5 Generationen geht. Und man ist so mittendrin. Es ist, als wenn man daneben steht und zuguckt. Als wenn man am Schauplatz wäre und sich das alles mit anguckt, wie ein Geist, und keiner sieht einen, nur man selber. Und sie nimmt auch immer genau auf das gerade. Also sie Bezug. Sie nimmt immer genau gerade auf das Bezug, woran man jetzt auch gerade denkt. Also sie schweift nie groß ab und da gibt es nie viel Blä-Blä, was einen nicht interessiert. Und es macht das alles so leicht zu lesen, auch wenn der Schreibstil etwas veraltet war. Aber es passte dazu, denn das Buch beginnt 1890 und da gibt es natürlich noch kein, ich google mal schnell oder so, ne? Ist schon klar. Kommen wir zum Inhalt. Ich muss das eins nach dem anderen machen, sonst übermannen mich meine Emotionen und dann kommt wieder alles auf einmal. Also wir haben jetzt über das Cover gesprochen, was ich sehr schön finde. Wir haben über den Schreibstil gesprochen. Kommen wir nun zum Inhalt der Geschichte. Also, das Buch beginnt mit Clara Laguna und ihrer Mutter, die alte Hexe Laguna, so wird sie genannt. Die beiden werden im Dorf gemieden, sie werden bespuckt, beschimpft. Von sich aus betreten sie auch nicht die Kirche, denn die Mutter, die Hexe Laguna, hat immer zu Clara gesagt: Verfluchte Menschen gehen nie in die Kirche, die suchen erst die Hilfe Gottes, wenn der Tod an der Tür klopft. Und somit betreten sie auch nie die Kirche. Der Pfarrer zu der damaligen Zeit aber der kommt neu ins Dorf und möchte der Familie Laguna helfen. Er möchte den Fluch brechen, indem er sie alle tauft und weiht und Singsang macht und Bibel schenken und draus vorlesen. Was das Problem ist, was 1890, wenn man in Armut lebt, da kann man nicht lesen. Man kann nur lesen zu der Zeit, wenn man viel Geld hat und sich irgendwo jemanden kaufen kann, der einen Lesen und Schreiben beibringt. Und der Pfarrer versucht halt mit aller Kraft dieser Familie zu helfen. Also dann kommt eines Tages ein reicher Gutsherr durchs Dorf geritten, weil er auf der Durchreise ist und verbringt einige Tage in diesem Dorf und begegnet Clara Laguna und verliebt sich in Clara Laguna. Er ist fasziniert von ihrer Schönheit und sie scheint auch wirklich eine sehr schöne Frau zu sein, mit rotbraunen, lockigen Haaren, ein paar Sommersprossen, einer wunderschönen Figur und alles perfekt. Und er versucht sie zu bezirzen, er singt für sie nachts vor offenem Fenster, er liest ihr Gedichte vor, er schreibt ihr persönlich Gedichte, er möchte mit ihr ausreiten, das macht sie dann auch irgendwann. Sie lernen sich kennen, er muss dann wieder abreisen, kommt ein Jahr später aber wieder, das ist jetzt alles so die Kurzfassung, er kommt dann ein Jahr später wieder und sie verbringen noch mehr Zeit miteinander, wenn ihr versteht, was ich meine. Und Clara Laguna wird schwanger. Ja, sie wird schwanger und sie sagt ihm das in voller Vorfreude auf das Kind, erzählt sie ihm, dass sie schwanger ist. Und er kauft ihr ein riesengroßes Haus mit einem riesengroßen Garten. Also dieses Ding muss, weiß ich, wie viel Quadratmeter groß sein, denn es hat einen eigenen Labyrinth im Garten und es hat einen Rosengarten und es hat so einen Garten und so einen Garten und so ein großes Haus. Das kauft er ihr, hinterlässt ihr noch ein bisschen Geld und sagt ihr, dass er nächstes Jahr wiederkommt, wenn das Kind da ist, um nach dem Kind zu sehen. Und sie fragt ihn, dann wirst du mich dann auch heiraten? Und er fängt dann an zu lachen und sagt, ach du kleines dummes Mädchen, du kannst nicht mal lesen und nicht mal schreiben und ich habe viel Geld und du hast keins, ich bin gebildet und du bist es nicht. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass ich dich heirate.
und bricht ihr somit das Herz, so wie es der Fluch auch schon immer gesagt hat. Die Herzen der Laguna-Frauen werden gebrochen, sie werden ein Kind gebären, das immer wieder weiblich ist und dem immer wieder dasselbe Schicksal geschieht. Sie zieht in dieses Haus, schwört Rache, möchte dieses Haus natürlich aber schön nutzen, kauft sich Möbel von Geld, was sie nicht hat. Das heißt, wie bezahlt sie die Möbel dann? Clara Laguna baut das ganze Haus um in die rote Villa, in ein Bordell. Clara Laguna wird eine Hure. Und ihr Mädchen, das sie gebärt, wird groß in einem Bordell. Zwischen den Küchenmädchen und Putzfrauen wird dieses Mädchen groß, denn die Mutter Laguna, Clara Laguna, aufgrund ihres Jobs keine Zeit mehr hat für irgendwas anderes. Sie verdient aber viel, viel Geld. Und alles das, was Clara Laguna zu dieser Zeit erwirtschaftet, reicht über 5 Generationen hin, das Geld. Und man kriegt das immer wieder mit. Also dieses Buch, so fängt das Buch an mit Clara Laguna. So wird das erste Kind reingeboren in die Laguna-Familie. Ihre Tochter nennt sie, oh Gott, wie heißt das erste Kind? Ich glaube Manuela. Sie nennt das Kind Manuela und dann fängt halt die Geschichte an, dass man dann nicht mehr Clara Lagunas Leben mitverfolgt. Natürlich am Rande, Clara Laguna wird ja auch älter und dann geht es halt um Manuela und Manuela wird jugendlich und Manuela wird erwachsen und Manuela wird schwanger und Manuela wird das Herz gebrochen und sie kriegt ein Kind. Aber wie das alles passiert, wer die Väter sind von den ganzen Kindern, die da geboren werden, was der Fahrer ausrichten kann und inwiefern sich dieser rote Faden der roten Villa bis zum Ende des Buchs irgendwie durchzieht, ist Gänsehaut für mich gewesen. Also am Ende des Buches war die rote Villa für mich wie nach Hause kommen. Es war die ganzen Düfte, die da beschrieben werden, waren so realistisch und es riecht, in einem Zimmer riecht es nach Eukalyptus, weil da eine ganz besondere Person gewohnt hat. In dem anderen riecht es nach Eichenholz, weil da jemand ganz Besonderes gewohnt hat. Und man riecht das alles. Man hört das Geschirr klappern in der Kirche, wenn Manuela oder Clara Laguna kocht. Und man riecht die Gewürze, den Knoblauch, die Zwiebeln, den Thymian. Man riecht das alles. Es ist so toll beschrieben. Es hat mir teilweise, ich war sprachlos, habe dieses Buch, ich glaube, ich habe gestern schon das meiste gelesen von dem Buch und musste ja heute nur noch die letzten 70 Seiten lesen. Ich war fasziniert von dem Buch. Es gibt natürlich auch Tote. Das spielt zu einer Zeit des Buchs, dass wenn du betrogen wirst von irgendjemandem, dann erlegst du ihn mit der Schrotflinte oder hängst ihn am Baum auf. Sowas passiert natürlich in dem Buch auch. Oder ja, man stirbt an irgendwelchen Krankheiten, die es damals gab. Ja. Aber es zieht sich durch, ich glaube, bis in die 50er, 60er Jahre geht das Buch dann, 1950, 1960. Und jedes Neugeborene versucht in ihrer Geschichte, den Fluch irgendwie aufzuheben, zu löschen, dass man seine Ruhe hat. Und sie versuchen es und ihnen wird immer wieder das Herz gebrochen. Sie werden betrogen, sie werden ausgenutzt, sie werden vergewaltigt. Diese ganzen Laguna-Frauen haben es wirklich, wirklich schwer. Und dieses Buch ist so herzergreifend und so toll beschrieben und so schön gemacht. Und ich bin so froh, dass ich dieses Buch lesen durfte, weil ich es so interessant fand, über 5 Generationen die Familie Laguna zu begleiten und zu sehen, wer es schafft und ob man es schafft und wie letztendlich das Buch das Ende ist. Und mit dem Ende habe ich nicht gerechnet, muss ich ehrlich sagen, habe ich so nicht erwartet. Hat mich auch nochmal positiv überrascht und was ich auch positiv finde, ist, dass es endlich mal ein Buch ist, wovon es keine Fortsetzung gibt. Das Geheimnis der Roten Villa. Ich kann es euch empfehlen. Ich hoffe, ihr seid im Club. Ansonsten müssen wir uns mal was einfallen lassen. Wenn ihr nicht oder keine Verwandten oder Freunde im Club seid und ihr möchtet dieses Buch haben, dann müssen wir mal gucken, wie wir das alle zusammen mal regeln. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und gebt dem Buch eine Chance. Ich fand's wirklich toll, wenn ihr auf solche Drama-Literatur auch steht. Ich fand's wunderschön. Tschüss.